Foto oder Gemälde? Die melancholischen Bilder der deutschen Künstlerin Loretta Lux sind Fotografien, digital nachbearbeitet. Scherenschnitt oder Gemälde? Keins von beidem. Die Karlsruher Ausstellung Imagination Becomes Reality, Einbildung wird Realität, geht der Frage nach, ob Malerei als Kunstform überholt ist. Die klassische Form von Malerei, wie sie zum Teil heute wieder gebracht wird, hat für mich ausgedient. Aber es gibt die erweiterte Form von Malerei, in Form von computeranimierte und wie gesagt bis in die Fotografie hineinreichende. Und da sehe ich, dass es dort mit der Malerei weitergeht. Und deshalb hat sie für mich nicht ausgedient. 50 Künstler hat Ingvild Götz versammelt. Künstler, die sich als Grenzgänger begreifen und sich an den Schnittstellen der Kunstformen reiben. So wie die Schweizerin Zilla Leutenegger. Für mich funktioniert eine Idee, wenn sie jeder versteht, und ich benutze dazu alle Medien. Und ich benutze sie immer eigentlich sehr stiefmütterlich. Also ich weiß über alle Medien ein bisschen Bescheid, aber ich bin nirgends ein Profi. Ein Profi ist auf jeden Fall die Sammlerin Ingvild Götz. Seit mehr als 20 Jahren auf der Suche nach unbekannten Künstlern. Die bleiben es dann aber meist nicht lange. Thomas Scheibitz zum Beispiel oder Tal R. Heute große Namen im Kunstbetrieb. Und dann ist da noch Jeff Wall, der Meister der inszenierten Fotografie. Es ist das Herzstück insofern der Ausstellung, weil es genau dieses Thema klar macht, unter dem diese Ausstellung steht. Und zwar die Art von erweiterter Malerei. Das ist für mich eine, wie gesagt, am Computer manipulierte Arbeit, die für mich auch eine Malerei darstellt. Malerei von heute. Beim Chinesen Xiao Xiaowan wird sie zur Skulptur. Mit bemalten Glasplatten erzeugt er ein dreidimensionales Bild. Und die Malerei von morgen? Ich denke, dass der Computer eine so große Rolle spielen wird und dass dann vielleicht einfach irgendwelche virtuellen Bilder durch den Raum schweben. Oder ich weiß nicht, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Ich finde das sehr spannend, das zu verfolgen, weil das sich in einer Geschwindigkeit verändern wird und wir uns sicherlich noch gar nicht vorstellen können, in welche Richtung es geht. Was kann man noch malen? Und mit welchen Instrumenten? Leinwand, Pinsel und Farbe? Oder Computer, Maus und Drucker? Die Karlsruher Ausstellung gibt Denkanstöße und zeigt eine spannende Momentaufnahme der Gegenwartskunst.